So, ich begrüße euch wieder recht herzlich bei NIE TV, bei FLP NIE und bei Human Healing. Ich möchte jetzt mal darüber reden, Familienstellen aus zwei Perspektiven, wieso, weshalb und warum. Ich bekomme immer wieder Anfragen von, sagen wir mal, deutschlandweit, die mich kennen, wissen da, Robert, ich möchte bei dir aufstellen. Und oft sind wir über Zettelwirtschaft, über Figuren geblieben und dann kam mir eines Tages mal die Idee, es mit der Kamera aufzunehmen, weil ich immer gerne mit Kameras arbeite. Jetzt haben wir im Seminarraum zwei Kameras eingebaut und nehmen jetzt Familienstellen aus zwei Perspektiven. Wir haben es probiert und studiert in München, in Berlin, in Bremen, in Hamburg, in Köln. Wie ist die Resonanz mit zwei Perspektiven? Und sie hat sehr gut zugeschlagen und eine sehr hohe Energie. Besser als Figuren, besser als Zettel oder als Stühle. Die Energie ist genauso intensiv, als wärst du bei mir hier in Vimeo. Wenn du bei mir aufstellst, geht es wie immer bei mir so. Wir machen vorher ein Vorgespräch, wo du mir zuallererst ein Genogramm schickst und dann reden wir deine Thematik, was möchtest du wirklich aufstellen? Oder besser gesagt, lösen. Das, was du lösen möchtest, verfassen wir in einen Satz, in ein Begehren. Und dann, wenn du über Zoom zugeschaltet bist, sage ich zu dir, such mir bitte eine Vertretung für dein Begehren aus. Und dieses Begehren wirst du natürlich lautlos vorlesen. Dann wirst du eine Person aus diesem Menschen, die hier sitzen, eine Vertretung für dich heraussuchen. Dann wirst du sagen, möchtest du mich vertreten? Und dann wird diese Person auch Ja sagen. Und dann werden diese beiden gebeten, sich hinzustellen, einen Schritt nach vorne zu gehen oder nach deinen Anweisungen sich so hinzustellen, wie du es gerne möchtest. Alle Personen, die anwesend sind, auch über Zoom, werden nur eine Person genau wissen, also deine eigene Vertretung. Alle Personen, die herzukommen, bleiben unbenannt. Ich werde dir natürlich erzählen, wer was ist, um dass du genau weißt, was da geschieht. Das mache ich über einen gesonderten Kanal. Wenn es weitergeht, weil wir nämlich den kürzesten Nenner nehmen, hat zwei Vertretungen. Wir wollen ja das morphogenetische Feld antasten, also was daraus ergibt an Energien, an Wachsamkeit, wieder zugenommen. Wir werden es nicht, wie wir es klassisch kennen, dass wir sagen, Mutter, Vater, Onkel, Tante oder wie wir gerade meinen, wer da rein müsste, werden wir da nicht reinstellen, weil wir nämlich das morphogenetische Feld wirken lassen. Und ich werde alle Personen da einnehmen, die mir gerade zugetragen werden vom Hohen Selbst. Und dann werden wir schauen, was passiert. Wenn wir eine vorgefertigte Meinung haben und sagen, die und die müssen da rein, die machen das Problem, ist es Verstanddenken. Und bei mir geht es nicht um Verstanddenken, sondern um das wissende Feld anzuzapfen. Deine Aufstellung wird Pi mal Daumen so ungefähr eine Stunde dauern. Wenn du dann mit deiner Aufstellung fertig bist, werde ich zu dir sagen, du sollst ja jetzt 4 Tage nicht drüber nachdenken und nicht drüber sprechen. Nicht, weil du es nicht darfst oder nicht so, weil du es nicht sollst. Nämlich, es soll deine Seele machen. Wenn du darüber sprichst, dann haust du es wieder kurz und klein, weil dein Verstand viel zu klein ist, um das zu begreifen, was in dir vorgeht. Ich bleibe auch viel weiter mit dir in Verbindung. Wir werden manchmal Monate in Verbindung bleiben, wie es dir geht. Sobald irgendwas bei dir unklar ist oder ein komisches Gefühl auftaucht, rufst du mich an und wir sprechen darüber. Auch andere Teilnehmer wie Vertretung werden natürlich rausgenommen. Ich kenne von anderen Menschen her oder Aufsteller her, die sagen, du bist für dich selbst verantwortlich und musst da alleine wieder raus. Ich gebe dir einen Ratschlag, mach einen großen Schritt nach vorne und du bist wieder raus. Es klappt bedingt, aber nicht immer. Manchmal ist man in einer Vertretung so verhaftet, dass man da alleine nicht rauskommt. Und ich kann dir entweder über die Ferne, übers Telefon, kann ich dir rausholen. Oder wenn du vor Ort bist, hole ich dich natürlich vor Ort raus. Mir geht es, eine Verantwortung, die ich übernommen habe, auch zu Ende zu bringen. Nicht nur in diesen 90 Minuten oder 60 Minuten, sondern auch einige Tage, Wochen später.
Wenn du Interesse hast und neugierig geworden bist, dann suchst du einfach meine Telefonnummer, die wirst du überall finden und rufst mich an, dann machen wir einen Termin. Diese Aufstellung wirkt genauso effektiv, als wärst du bei mir hier vor Ort. Sie ist getestet und erprobt. Ich freue mich auf euch und bis dato verbleibe ich wie immer euer Robert Gerhard und freue mich auf eure Anrufe, auf euer Erscheinen auf Zoom und euch da begrüßen zu dürfen. Danke.